Hallihallo und moin, ich bin Yvonne von Papillon. Heute zeige ich euch, wie ich diese Verpackung gebastelt habe. Goldig, oder? Richtig süß. Mir gefällt die super gut. Ich hoffe, euch macht es Spaß, es nachzubasteln und sie gefällt euch ebenso sehr wie mir. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß und bis gleich. Baba! Für die heutige Verpackung benötigen wir Fotokarton mit den Maßen 16 x 17 cm, einmal Flüsterweiß mit den Maßen 14 x 7,5 und zwei Aufleger, na komm schon her, aus den Set lagenweise Kreise. Da habe ich diesen kleinsten und diesen kleinsten aus diesen beiden Kreismöglichkeiten ausgewählt. Und wie wir das jetzt machen, das zeige ich euch jetzt. Zunächst brauchen wir das DSP 16, den Fotokarton in den Maßen 16 x 17 und unser Score-Panel. So. Und zwar brauchen wir da auf der 16 cm Leiste, brauchen wir Falzlinien bei 4 und bei 12. Dann drehen wir das Ganze auf die 17 cm Länge und machen auch hier wieder Falzlinien bei 4, 8, 12 und 16, bleibt 1 cm über. Das wird dann unsere Klebelasche. Dann kann das Scorebrett auch schon wieder weg. Und wir gehen her und machen alle Falzlinien, falzen wir einmal durch. Auch die Längs. Ich weiß nicht, man kann es wahrscheinlich jetzt nicht so gut sehen. Ich hoffe einigermaßen. Wir haben jetzt die Klebeleiste hier auf der rechten Seite. So, jetzt müssen wir eine Seite mit dem Punchboard bearbeiten. Bevor wir das machen, müssen wir uns aber eine Linie ziehen, die uns das ganze Stanzen mit dem Punchboard gleich ein bisschen erleichtert. Und zwar haben wir die Klebelasche ist hier unten. Die beiden 4 cm breiten Laschen sind an den Seiten. Und wir machen uns jetzt oben und unten eine Markierung bei 1 cm ab der zweiten Falzlinie. Hier fliegt gerade wieder der Rettungshubschrauber. Wir wohnen nicht weit vom Krankenhaus. Da passiert das eigentlich leider in aller Regelmäßigkeit. Man kann immer nur hoffen, dass nichts Schlimmes ist. So, wir machen jetzt hier weiter mit unserem Envelope Punchboard. Und jetzt gehen wir her und setzen uns diese Linie, die wir gerade gezogen haben, bei 1 cm ab der zweiten Falzlinie bzw. von der rechten Seite 3 cm und legen uns die Linie, die eingezeichnete, in die Mitte von unserem Stanz, Kopf und stanzen uns das hier einmal so durch. Jetzt können wir es auch doppelt legen. Und das machen wir jetzt hier einmal durch. Ich gehe jetzt auf Schnelldurchlauf und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt bleibt uns nichts anderes mehr zu tun, als unsere eingezeichnete Hilfslinie wieder wegzuradieren. Hier außen vorsichtig sein, weil das ist doch sehr filigran. Da könnte das Papier einreißen und das wollen wir schließlich ja nicht. So.
Was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen uns hier unten, können wir uns jetzt dieses kleine Quadrat, das ist hier diese Klebelasche, die können wir uns wegschneiden. Ich schneide die unten gerade und hier diese Lasche kann man sich hier ein bisschen abschrägen. Und das machen wir jetzt. Hier schneiden wir uns die Falzlinien raus. Man kann auch eine größere Schere nehmen, aber ich habe das da immer ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Das bleibt euch selbst überlassen, wie ihr das am besten macht. Probieren geht über Studieren. So, die letzte Lasche. Und dafür schneide ich immer links und rechts hinter die Falzlinie ein. Dann hat man so ein bisschen Spiel und kann das gleich schön zusammenkleben. So, zunächst einmal gehen wir her. Das ist mir noch ein bisschen zu störrig. Da muss ich noch mal drüber gehen, damit das auch unten bleibt. Jetzt geben wir da Klebstoff drauf. Unser Tombow hält eigentlich immer recht gut. Und jetzt können wir das einfach so überkleben. Nochmal mit dem Falzbein nachgehen. So, und jetzt machen wir unseren Boden. Jetzt müssen wir schauen, wir haben hier das hintere Ende, das gehen wir jetzt nach hinten und das soll nachher vorne überlappen, sonst haben wir es nachher nicht so schön. Wenn wir es gleich so machen würden, dann würde das nicht schön abschließen. Also kommt diese Lasche, das ist hinten, diese kommt zum Schluss. Also kleben wir uns erstmal die hintere Lasche fest. Gehen von der Seite. Da darf auch ein bisschen mehr Tombow rein. Und der Rest vom Schützenfest. Gucken wir, dass es einigermaßen gerade ist. Und fixieren nochmal von innen. Jetzt gehe ich von den Seiten so ein bisschen rein. Weil dann hat man es gleich ein bisschen leichter, wenn man es so ein bisschen zusammenziehen muss. Ich habe vergessen, dass ich mir hier noch einen Einleger reinlegen wollte, weil es schließt nicht immer ganz und dann kann man schon sehen, was drinnen ist. Infolgedessen brauchen wir jetzt nochmal zusätzliches Material, um oben den Deckel zu schließen. Dafür nehmen wir nochmal schwarzen Farbkarton und schneiden uns, jetzt kann man das schlecht sehen, ich mache das immer ganz gerne so, dass ich hier anlege bei 4 cm und mir ein Blatt unterlege und dann sehe ich hier sind auch 4 cm, dann gehe ich mit dem Stupsi da so ein bisschen hin und brauche jetzt praktisch nur noch einmal hier unten das alles anzulegen, wiederum bei 4 cm und kann mir dann das passend ausschneiden. Das kommt gleich. So, jetzt hatte ich ja gesagt, wir brauchen eine Banderole, wollte ich mir hier gerne machen
Und zwar habe ich da das Flüsterweiß genommen, 14 mal 7,5. Ich war jetzt so frei und habe schon mal vorgearbeitet und habe mir das bestempelt. Und werde das jetzt noch einfärben und bin gleich wieder für euch da. Da bin ich wieder. So, ausgemalt ist es jetzt. Brauchen wir nur noch die entsprechenden Größen, weil so würde es jetzt nicht komplett rum passen. Ich schneide mir das jetzt zurecht von den 14 mal 7,5 auf jeweils 4 mal 3,5, also überall 3,5 Zentimeter. Und ich lege mir das auch gleich in der entsprechenden Reihenfolge, wie ich es abschneide, lege ich mir diese Sachen dann auch hierher, weil ich möchte nachher ein fortlaufendes Motiv haben um die Box herum. So, das wieder weg. Dann nehme ich mir die Box wieder und suche mir das hintere bzw. das vordere Teil und schaue mal jetzt, was ich denn vorne haben will. Ich weiß nicht, ich finde das ja eigentlich ganz schön. Aber ich glaube, ich fange mit diesem an. Das soll vorne sein, weil da gleich auch noch ein Aufleger drauf kommt. Und dann können die Gesichtchen, die lustigen Kuhgesichter, können dann auf den restlichen, kommen dann auf den restlichen Seiten besser zur Geltung. Kann man am besten mit dem Falzbein noch mal überall nachgehen. Das überall schön anliegt. So, das ist dann vorne. Jetzt brauchen wir noch ein kleines Danke. Dafür habe ich denn das Set vielseitige Grüße wieder benutzt. Und hier das Dankeschön. Das habe ich mir auch schon hier gelegt. Ich will aber nur das Danke und das schön klebe ich mir jetzt mit Tesafilm ab. Mit Stempelfarbe entferne den Kleber wieder und setze mir das hier mittig auf. Jawohl. Eben noch sauber machen den Stempel. Und weil ich es hier unten nicht so nackig haben möchte, nehme ich aus dem Set, das wir gerade schon benutzt haben, den coolen Grüßen, nehme ich mir hier nochmal ja, diesen Grasballen, wie auch immer man das nennen mag, den setze ich mir hier noch mal drauf und setze mir den hier unten hin. Dann peppt das direkt das Ganze so ein bisschen auf und ist nicht mehr so steril. Jetzt muss nur ein bisschen warten, dass das eingezogen ist. Jetzt hat man gleich die Tinte überall. Aber wir haben auch noch Löschpapier, ganz altmodisch. So, jetzt können wir uns das auf unseren anderen Unterleger draufkleben. Ich verwende jetzt hier keine Dimensionals, sondern erst unter dem dunklen. Ich will das schon ein bisschen erhöhen, aber nicht zu sehr. So.
das, wie gesagt, mit den Dimensionals auf der Rückseite. Diese kleinen Waben, manchmal müssen die überredet werden. Die wollen nicht immer so, wie ich das will. Aber in der Ruhe liegt die Kraft. Wir kriegen die schon ab. So. Na. Oh, den Tag wieder vor den Abend gelobt, ne? Schon funktioniert nichts mehr. So. So, das ist ja schon ganz schön geworden. Jetzt müssen wir das noch befüllen. Aber wir kommen da zwei goldene Kugeln rein. Dann nehmen wir das Deckblättchen, was wir eben noch zurechtgeschnitten hatten. Legen wir so oben drauf. Und jetzt brauchen wir noch eine Schleife. Ich mache das immer so, dass ich mir tatsächlich das fest zurre und hinterher erst eine Schleife drum gebe, die separat praktisch umlege. Ich finde das immer in diesem Fall, also bei solchen Verpackungen, ist es angenehmer. Das ist sowieso schon so eine Fummelsarbeit hier. Und da kann man sich es ja auch mal ein bisschen erleichtern. So. Ups, das war ein bisschen kurz. So, und jetzt kommt noch ein bisschen Band dazu. Und da machen wir jetzt die Schleife draus. So. So, das sieht jetzt nicht mehr so ganz schön aus, mal nach dem ganzen Gefummel da. Müssen wir uns die Enden tatsächlich noch mal ein bisschen zurechtschneiden. So. Ach, ich liebe diese Kühe. Und jetzt so fertig. Also mir gefällt es. Jetzt könnte man hier noch ein bisschen Bling-Bling drauf machen, wenn man will. Und ja, das war die heutige Verpackung. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ. Tschüss, eure Yvonne.